Beginnen wir die Stunde heute mit Shavasana. Du darfst dich auf den Rücken legen, in Shavasana-Position kommen. Möglichst lasst ihr alle euren Ton aus, weil sonst werdet ihr immer wieder mit eingeblendet hier. Gut. Ja, aber ihr seid alle auf Stumm. Okay. Ja, überprüfe deine Liegeposition. Spüre deine Beine hüftbreit geöffnet. Die Füße fallen locker nach außen. Deine Arme vom Körper etwas entfernt, die Handflächen nach oben. So kannst du die Schultern gut in die Matte entspannen. Dein Kopf liegt in der Mitte. Du löst die Zähne voneinander, bis die Zunge vom Gaumen, entspannst auch den Kiefer. Beobachte dann, wie der Atem fließt. Wie dein Atem kommt und geht. Wie dein Bauch sich hebt und senkt. Mit der Einatmung spürst du, wie der Bauch sich hebt. Mit der Ausatmung spürst du, wie der Bauch sich senkt. Lass den Atem anstrengungslos fließen. Du darfst deinen Körper entspannen, den Geist ruhig werden lassen. Stell dir vor, wie du mit jeder Ausatmung loslässt. Und mit der Einatmung nimmst du frische Energie auf, frisches Prana. Deine Füße und Beine sind entspannt. Deine Hände und Arme sind entspannt. Dein Gesäß, dein Becken, deine Hüften sind entspannt. Dein ganzer Rücken ist entspannt. Dein Bauch und auch dein Brustkorb sind entspannt. Deine Schultern, dein Nacken, dein Kopf. Auch dein Gesicht sind entspannt. Dein ganzer Körper ist jetzt entspannt. Dein Geist ist ruhig.
Wenn du das nächste Mal ausatmest, atme ganz leer aus und zieh den Bauch nach innen. Und dann lass den Einatmen tief kommen, atme tief in den Bauch und Brustkorb ein. Und atme genauso tief wieder aus. Aktivier dich über tiefe Atemzüge. Spür die Finger, die Hände, die Zehen, die Füße. Mit deinem nächsten tiefen Einatemzug nimm die Arme hinter den Kopf, leg sie dort ab. Und mit der nächsten tiefen Ausatmung streck die Beine lang nach unten. Und dann genieße ein Strecken und Räkeln. Und mit der nächsten Ausatmung lass wieder los, bring die Arme nach unten. Mit der Einatmung stell die Füße auf. Mit der Ausatmung zieh die Knie zu dir ran, gib die Hände auf die Knie. Lass die Beine so nah wie möglich an den Körper sinken. Und mit der nächsten Ausatmung roll dich mal ganz klein zusammen, Stirn und Knie oder Nase und Knie verbinden, während du tief weiter atmest. Mit der nächsten Einatmung leg den Oberkörper wieder ab. Lass dich dann bequem von einer Seite zur anderen hin und her rollen. Über die Mitte von rechts nach links und von links nach rechts. Und spür die Massage im Rücken. Und dann roll dich über eine Seite hoch zum Sitzen. Und greif dir dein Kissen. Setze dich auf dein Kissen ganz bequem, aufrecht im Rücken, Schultern sinken lassen. Spür, wie dein Atem fließt. Entspann die Bauchdecke. Und schließ die Augen. Deine Hände bequem auf den Beinen. Wenn du magst, verbindest du die Spitzen von Zeigefinger und Daumen miteinander. Und dann stell dich ein auf dreimal um und das Mantra. Atme aus und wieder ein. Sahana Bhavatu, Sahana Bhunaktu, Sahaviryam Karavavahai, Tejasvinavaditamastu, Ma Vidvishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bleib in deiner Sitzposition, um dich auf das Thema der Stunde heute einzustellen. Wir haben den Kurs ja begonnen mit dem Thema, was ist Yoga? Yoga ist das Zur-Ruhe-Bringen der Gedanken im Geist. Yoga ist Chitta Vritti Niroda. Aus Patanjali, der Yoga-Weisheit. Und ein weiterer Aspekt ist Bhakti-Yoga, Yoga der Hingabe, Yoga der Liebe. Bhakti-Yoga ist der Yoga-Weg der Hingabe und
Bhakti-Yoga kannst du praktizieren, indem du Mantras singst und dich in allem ein höheres Bewusstsein siehst, in allem und jedem ein höheres Bewusstsein wahrnimmst. Und gelingen kann dir das auch durch bedingungslose Liebe. Ich habe heute einen schönen Input bekommen von jemandem im Austausch, im Gespräch. Und da ging es um die bedingungslose Liebe. Wie können wir bedingungslose Liebe schenken und selbst erfahren? Und dann war unsere Idee so, und es ist auch meine Erfahrung, dass es am besten gelingt, im gegenwärtigen Moment zu sein. Und wenn du im gegenwärtigen Moment bist, dann zu versuchen, jedem in diesem gegenwärtigen Moment, der gerade dann auch bei dir ist, oder vielleicht an den du dann in diesem gegenwärtigen Moment denkst, bedingungslose Liebe zu schenken und zu beobachten, ob du diese bedingungslose Liebe empfinden kannst im gegenwärtigen Moment. Ob du sie wirklich in deinem Herzen hier drin spürst oder ob da vielleicht andere Gedanken und Emotionen sind wie Ablehnung. Und wenn du dir Ablehnung und Widerstand bewusst machst, dann kannst du es umkehren. Dann kannst du bewusst entscheiden, ja, das ist zwar jetzt da und ich empfinde das im Moment so, aber ich versuche jetzt mal in die bedingungslose Liebe zu gehen. Und als allererstes ist es ganz wichtig, dass du bedingungslose Liebe für dich selbst empfindest. Spür jetzt mal in dich hinein, ganz tief in dir drin. Und nimm bewusst wahr, ob du tatsächlich für dich selbst bedingungslose Liebe spüren kannst, wahrnehmen kannst oder ob es Anteile in dir gibt, die du ablehnst. Wo du sagst, oh, das mag ich an mir ja überhaupt gar nicht. Wahrscheinlich haben wir das alle. Und dann versuche ganz besonders diesen Bereich deine bedingungslose Liebe zu schenken und es anzunehmen. Vielleicht eine Unzulänglichkeit. Meistens ist es vielleicht sogar ein Körperteil, was wir weniger an uns mögen. Vielleicht ist es die Nase oder die Ohren oder was auch immer. Schenke deinem ganzen Körper jetzt, in diesem gegenwärtigen Moment, bedingungslose Liebe. Und spüre, wie sich das anfühlt. Wenn du dich vollkommen annimmst, so wie du bist, in diesem Sein. Bhakti-Yoga, Yoga der Hingabe über den Weg der bedingungslosen Liebe. Versuche immer wieder heute in der Yoga-Praxis wahrzunehmen, ob du in der bedingungslosen Liebe bist im gegenwärtigen Moment oder ob es etwas gibt, was du ablehnst. Mach es dir einfach bewusst. Und dann spür diese Liebe in dir, diese Wärme, diese Güte, die in dir fließen darf, wenn du es zulässt. Du musst alles Negative nur loslassen. Dann kommt die bedingungslose Liebe zum Vorschein. Leg dich jetzt nochmal ab
auf dem Rücken. Beginne auf dem Rücken liegend im 3-4-Takt-Rhythmus ein- und auszuatmen. Atme 3-4 Takte in den Bauch und in den Brustkorb ein. Und 3-4 Takte aus dem Brustkorb, aus dem Bauch aus. Und lass diesen Atemrhythmus weiter so fließen. Und stell dann mit der nächsten tiefen Atmung, wenn du einatmest, deinen rechten Fuß auf die Matte. Und mit der Ausatmung zieh das rechte Bein zu dir ran, gib die Hände auf Knie oder Schienbein und lass dann den rechten Fuß locker kreisen im Fußgelenk. Und du spürst deinen Atem 3-4 Takte ein in Bauch und Brustkorb und 3-4 Takte aus dem Brustkorb, aus dem Bauch. Wechsel die Richtung beim Fußkreisen. Der Einatmung flex die Füße. Mit der Ausatmung verbinde Stirn, Nase oder Kinn mit dem rechten Knie und atme weiter. Mit der nächsten Einatmung leg den Oberkörper ab. Mit der Ausatmung stell den rechten Fuß ab. Bleib so in der Position und leg deine Arme in Schulterhöhe zur Seite, Handflächen nach oben. Zieh jetzt dein Becken ein bisschen nach rechts und stell dann den rechten Fuß auf den linken Oberschenkel. Und für die Drehung gib die linke Hand ans rechte Knie. Atme tief ein. Mit der Ausatmung zieh dein rechtes Knie nach links in Richtung Boden und lass den rechten Arm und die rechte Schulter zurücksinken in die Matte. Dreh den Kopf vielleicht nach rechts oder lass ihn so liegen, dass du zur Decke blickst. Und spür deinen tiefen Atem und die Drehung. Mit der nächsten Einatmung roll zurück auf den Rücken. Stell den rechten Fuß ab, zieh dein Becken zur Mitte. Der Ausatmung streckt dein rechtes Bein aus, leg die Arme nach unten zurück neben den Körper. Spüre nach. Einatmen, linken Fuß aufstellen, ausatmen, linkes Bein zum Körper ziehen. Hände auf Knie oder Schienbein legen, tief atmen und den linken Fuß kreisen lassen. Wechsel die Richtung. Mit der nächsten Einatmung flex beide Füße und mit der Ausatmung verbinde Stirn, Nase oder Kinn mit dem linken Knie und atme weiter. Mit der Einatmung leg den Oberkörper ab. Mit der Ausatmung stell den linken Fuß ab. Bleib so, leg die Arme wieder in Schulterhöhe zur Seite, Handflächen nach oben. Zieh dann dein Becken ein bisschen nach links und stell deinen linken Fuß auf den rechten Oberschenkel. Für die Drehung gib die rechte Hand ans linke Knie, atme tief ein. Mit der Ausatmung zieh dein linkes Knie nach rechts in Richtung Boden und lass den linken Arm und die linke Schulter ebenfalls in der Matte liegen. Blicke zur Decke oder nach links. Atme tief, genieß die Drehung. Der Einatmung rollt zurück auf den Rücken. Stell den Fuß ab, zieh dein Becken zur Mitte. Mit der Ausatmung streck den linken Fuß auf, leg die Arme neben den Körper zurück. Spüre nach. Einatmen, stell beide Füße auf die Matte und ausatmen, zieh beide Beine wieder zu dir ran. Dann gib deine Hände mal unter dein Becken
Stützt deine Becken mit deinen Händen und streck dann die Beine nach oben aus. Bist im gestützten Schulterstand von deinen Händen gestützt. Atmest tief und gleichmäßig ein und aus. Mit der Ausatmung lass die Knie zum Körper sinken, stell die Füße ab, nimm die Hände neben dem Körper wieder unterm Becken hervor und dann roll dich auf die Seite und komm über die Seite hoch zum Sitzen. Nimm dir wieder dein Sitzkissen. Und stell dich ein auf ein paar Übungen für deine Augen. Lass dich während der Augenübungen gleichmäßig und tief weiteratmen. Nimm dann mit der nächsten Einatmung deinen rechten Arm gestreckt nach vorne und streck den Daumen nach oben aus. Lass die linke Hand bequem auf dem linken Bein liegen. Jetzt blicke zum Daumen und dann zur Nasenspitze. Daumen, Nasenspitze. Daumen, Nasenspitze. Daumen, Nase. 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 Daumen. Und dann lass den rechten Arm sinken, schließ die Augen. Lass die Augen entspannt in deine Augäpfel sinken. Augenlider sanft geschlossen. Dann öffne die Augen wieder. Streck mit der Einatmung den linken Arm nach vorne, Daumen nach oben ausstrecken. Rechte Hand bleibt bequem auf dem rechten Bein. Und jetzt beginne den Daumen in kleinen Kreisen zu bewegen im Uhrzeigersinn und ohne den Kopf zu bewegen, blicke dem Daumen nach und dann vergrößere die Kreise und deine Augen blicken immer zum Daumen. Du kannst den Daumen und die Hand und den Arm langsam oder schnell bewegen, du entscheidest. Dann wechsel die Richtung. Die Augen blicken immer zum Daumen. Und komm in der Mitte wieder an. Lass den Daumen den Arm sinken, schließ die Augen, spüre nach. Gut, dann stell dich ein auf die Wechselatmung. Nimm deine linke Hand ins Chin Mudra, Zeigefinger und Daumen berühren sich und leg die Hand bequem auf dem linken Bein ab. Und nimm die rechte Hand ins Vishnu Mudra, da klappst du den Zeigefinger ein und den Mittelfinger einklappen. Und leg den Oberarm bequem an deinem Oberkörper an. Den Daumen brauchst du gleich für die rechte Nasenseite, den Ringfinger für die linke Nasenseite. Atme durch beide Nasenhälften nochmal tief ein und tief aus. Atme nochmal ein und ausatmen. Bring den rechten Daumen an die rechte Nasenseite, an den rechten Nasenflügel. Verschließe und atme links tief und zügig ein. Verschließe auch die linke Seite und halte den Atem an. Sitze aufrecht, entspanne deine Schultern. Entspanne den rechten Arm am Oberkörper. Lass die Nasenspitze nach vorne zeigen und der Scheitel strebt nach oben. Öffne rechts, atme rechts langsam und gleichmäßig aus.
Rechts wieder einatmen, tief und zügig. Die Nase schließen, den Atem anhalten. Wiederhole im Geiste das Mantra Om. Mantra wiederholen ist Bhakti Yoga, Yoga der Hingabe. Links ausatmen, Om. Om. Links einatmen, Om. Tief und zügig, Nase schließen, Atem halten. Weiter das Mantra Om wiederholen. Und sitze dabei ganz entspannt, Augenlider sanft geschlossen, Lippen sanft geschlossen. Rechts ausatmen, Om. Om. Rechts wieder einatmen, tief und zügig das Mantra Om wiederholen. Atem halten und wiederhole für dich im Geiste weiter das Mantra Om. Ausatmen, Om, voller Hingabe, ganz bewusst. Om, einatmen, Om, tief und zügig. Und den Atem halten, voller Hingabe, voller Liebe, das Mantra Om für dich wiederholen. So bringst du in der Wechselatmung den Geist mit Hilfe des Om-Mantras zur Ruhe, öffne rechts, atme aus. Om. Spürst bedingungslose Liebe. Om. Atme wieder ein rechts. Om. Halte den Atem. Spür das Mantra Om in dir. Und im gegenwärtigen Moment die bedingungslose Liebe in dir wahrnehmen. Links ausatmen. Om. Om. Links wieder einatmen, tief und zügig den Atem halten und spüre wieder bedingungslose Liebe zu dir selbst. So kannst du auch bedingungslose Liebe weitergeben. Rechts ausatmen, Om. Bedingungslose Liebe wahrnehmen, Om. Rechts wieder einatmen, tief und zügig, Om. Halte den Atem, Om. Links ausatmen, Om. Links wieder einatmen, letzte Runde, Om. Bedingungslose Liebe in deinem Herzen, halte den Atem. Was bedeutet für dich, bedingungslos zu lieben? Rechts ausatmen, es kann nur eine Bedeutung geben. Rechts wieder einatmen, bedingungslos zu lieben, Atem halten, heißt jeden so annehmen, wie er ist, jeden so lieben, wie er ist, auch dich selbst, mit den guten und mit den schlechten Eigenschaften. Links ausatmen, mit dem, was du magst, mit dem, was du nicht magst, annehmen und lieben. Wenn du alles ausgeatmet hast, lass den rechten Arm sinken. Lass dich bequem weiteratmen. Bleib in deiner Position, in deiner Sitzposition. Atme einfach bequem weiter. Und geh in eine stille, bedingungslose Liebe in diesen gegenwärtigen Moment hinein.
Finde deinen Atemrhythmus, 3 bis 4 Takte in Bauch und Brustkorb einatmen, ganz weit werden. Und 3 bis 4 Takte aus dem Brustkorb und aus dem Bauch wieder ausatmen, ganz leer werden. Während du so tief atmest, stellst du dich innerlich auf Bewegung ein. Öffnest dann die Augen oder kommst mit geschlossenen Augen in den Vierfußstand. Nimmst alles von der Matte, was du nicht brauchst. Kannst gerne auch die Socken ausziehen. Deine Hände bringst du unter die Schultern. Und du fächerst die Finger weit auf. Deine Knie sind unter den Hüften. Also hüftbreit geöffnet. Und du spürst deinen tiefen Atemrhythmus und bewegst dich im Rhythmus der Atmung auf und ab. Ausatmen, Katze. Runder Rücken. Einatmen, Kuh. Hohler Rücken. Und wenn du das nächste Mal in die Einatmung kommst, dann komm in einen geraden Rücken und bring dann erst einen Fuß und dann den anderen Fuß vor zwischen die Hände, sodass du in die stehende Vorbeuge eintauchen kannst. Die Knie bleiben gebeugt und deine Arme, Schultern und der Kopf können hier aushängen. Und auch hier spürst du tiefen Atem. Dann roll dich langsam auf, Wirbel für Wirbel. Komm zum Stehen. Und wenn du oben angekommen bist, roll die Schultern nach hinten unten ab. Und spür dich auf deiner Matte stehend. Komm mit mir in Tadasana, bring deine Füße hüftbreit geöffnet, dein Gewicht auf Groß- und Kleinzehballen gut verteilt und auch auf die Fersen. Die Knie entspannt, der Rücken aufrecht, das Becken in einer Position, die sich gut anfühlt, die Schultern tief, die Arme entspannt neben dem Körper. Dein Scheitel strebt zum Himmel. Du spürst deinen tiefen Atem in Tadasana, der Berghaltung. Bist verbunden mit deinen Füßen zur Erde und strebst mit deinem Scheitel zum Himmel. Yin und Yang in dir vereinen. Und gegenwärtigen Moment bewusst zu sein. Stell dich ein auf den Sonnengruß, Surya Namaskar, in welchem wir alle Chakren, alle Hauptchakras aktivieren und die Energie ins Fließen bringen. Lass deinen Atem fließen, wie er kommt und geht. Oder atme in den Rhythmus, den ich ansage. Ein- und ausatmen, Namaste, die Hände vor dein Herz. Einatmen, die Arme hoch, die Schultern zurücknehmen. Spür die Länge im Körper. Ausatmen, beug die Knie.
Komm mit geradem Rücken nach vorne und unten. Setz die Hände neben die Füße auf die Matte, Knie gebeugt. Einatmen, streck den Rücken nochmal lang. Und ausatmen, bring dein rechtes Bein weit nach hinten. Komm in den Ausfallschritt. Mit der nächsten Einatmung komm im Stutz an. Mit der Ausatmung Knie, Brust und Kinn oder Stirn zur Matte bringen. Bring die Schulterblätter zueinander, die Schultern weg von den Ohren. Und mit der nächsten Einatmung komm in die Cobra. Füße flach. Atem tief. Stell die Zehen auf, komm über die Knie zurück in den herabschauenden Hund. Du darfst gern die Knie gebeugt lassen und den Kopf hängen lassen. Mit der nächsten Einatmung bring deinen rechten Fuß nach vorne, zur rechten Hand komm in den Ausfallschritt. Und mit der nächsten Ausatmung bring deinen rechten Fuß neben den linken, tauch ein in die Vorbeuge. Einatmen, Knie gebeugt, Arme vor und hochziehen. Und ausatmen, in Tadasana ankommen. Ein und aus, Namaste. Ein nach oben, Schultern zurück, Länge spüren. Ausatmen, Knie gebeugt, tauch ein in die Vorbeuge. Einatmen, Rücken lang. Ausatmen, linkes Bein, Ausfallschritt. Einatmen, Hände erden, in den Stütz kommen. Ausatmen, Knie, Brust, Kinn und oder Stirn. Einatmen, Cobra. Ausatmen, über die Knie, in den herabschauenden Hund kommen. Einatmen, links, Ausfallschritt. Ausatmen, rechts dazu, Vorbeuge. Einatmen, Knie gebeugt, Arme vor und hoch. Und ausatmen, Tadasana. Wir werden ein wenig schneller, du lässt den Atem fließen und auch die Bewegung ein und aus, Namaste. Ein, nach oben, Schulter zurück. Ausatmen, Vorbeuge. Ein, langer. Aus, rechtes Bein, Ausfallschritt. Ein, komm in den Stütz und halte. Aus, Knie, Brust und Kinn. Ein, Cobra. Aus, herabschauender Hund. Ein, rechts, Ausfallschritt. Aus, links dazu, Vorwärtsbeuge. Ein, Arme vor und hoch, Knie gebeugt. Kraft über die Beine holen. Ausatmen, Tadasana. Ein und aus, Namaste. Ein, nach oben zurück. Ausatmen, Vorbeuge. Ein, Rücken lang. Aus, links, Ausfallschritt. Ein, Stütz und halten. Aus, Knie, Brust und Kinn. Ein, Cobra. Aus, herabschauender Hund. Ein, links, nach vorne. Ausfallschritt. Aus, rechts, dazu. Vorbeuge. Ein, richte dich auf. Aus, Tadasana. Ein und aus, Namaste. Ein, nach oben, Schultern zurück. Ausatmen, Vorbeuge. Ein, langer Rücken. Aus, rechtes Bein. Ausfallschritt. Ein, in den Stütz kommen, halten. Aus, Knie, Brust, Kinn. Ein, Cobra. Aus, herabschauender Hund. Ein, rechts, Ausfallschritt. Aus, links, Vorwärtsbeuge. Ein, aufrichten zum Stehen. Aus, Tadasana. Ein und aus, Namaste.
Ein nach oben, Schultern zurück. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Einatmen, Rücken lang. Ausatmen, links, Ausfallschritt. Einatmen, Stütz halten. Ausatmen, Knie, Brustkinn. Ein Kobra. Aus, herabschauender Hund. Ein links, Ausfallschritt. Aus rechts, Vorwärtsbeuge. Ein, richte dich auf, aus Tadasana. Noch eine Runde. Ein und aus, Namaste. Ein nach oben, Schultern zurück. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Ein langer Rücken. Aus, rechtes Bein, Ausfallschritt. Ein im Stütz halten. Aus, Knie, Brust, Kinn. Ein Kobra. Aus, herabschauender Hund. Ein rechts, Ausfallschritt. Aus, links dazu, Vorwärtsbeuge. Ein Arme vor und hoch zum Stehen kommen. Aus, Tadasana. Ein und aus, Namaste. Ein nach oben, Schultern zurück. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Einatmen, langer Rücken. Ausatmen, links, Ausfallschritt. Einatmen, Stütz halten. Ausatmen, Knie, Brust, Kinn. Einatmen, Kobra. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, links, Ausfallschritt. Ausatmen, rechts, Vorwärtsbeuge. Einatmen, Arme vor und hoch, kommt zum Stehen. Ausatmen, Tadasana. Steh entspannt, spüre nach. Schließ die Augen. Spür die Energie in dir fließen. Im gegenwärtigen Moment, im Hier und Jetzt. Yoga bringt uns immer in den gegenwärtigen Moment. Und so kannst du diesen gegenwärtigen Moment nutzen, heute, um die bedingungslose Liebe in dir zu spüren, die du hoffentlich für dich selbst empfindest. Dass du dich so annimmst, wie du bist. Und dann in dein wahres Wesen kommst, dein wahres Sein. Öffne die Augen. Steh wieder am Anfang deiner Matte. Mit der Einatmung nimm die Arme über die Seite hoch. Mit der Ausatmung tauch ein in die Vorwärtsbeuge. Einatmen, Rücken lang. Und ausatmen, sinke wieder über die Beine nach vorne in die Vorwärtsbeuge. Und dann lauf in kleinen Schritten zurück in den herabschauenden Hund. Lauf so weit zurück, dass deine Arme sich nach hinten schieben, ja, und deine Arme und dein Körper in eine Linie kommen. Dann lass die Schultern los. Das fühlt sich an, als würden sie von den Ohren wegsinken. Und deine Hände sind weit aufgefächert, sodass die Finger Kraft haben. Du kannst so tun, als würdest du die Matte wegschieben oder als würdest du die Matte greifen wollen. Und deine Knie sind leicht gebeugt und dein Becken schiebt weit nach hinten oben, aber dein Bauchnabel zieht nach innen und die Fersen schieben tief und du atmest gleichmäßig und tief ein und auch aus. Spür die Umkehrstellung. Herabschauender Hund ist eine Umkehrstellung.
So kannst du mal die Welt aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Vielleicht hast du die Augen auf und dein Kopf ist ganz locker und du bewegst ihn so ein wenig hin und her und siehst die Welt aus einem anderen Blickwinkel. Das lässt dein Bewusstsein sich erweitern. Mit der nächsten Einatmung komm in den Vierfußstand und dann in die Kindstellung. Lege die Stirn auf der Matte ab. Bring dein Gesäß zu den Fersen. Leg die Arme nach hinten. Entspanne ganz bewusst die Schultern, die Arme bis zu den Fingerspitzen und auch den Nacken und den Kopf. Dein Atem gleichmäßig, tief und ruhig. Mit der Einatmung roll dich langsam auf. Komm erst auf deinen Fersen zum Sitzen. Dann setz dich neben den Beinen ab und gib die Beine nach vorne. Gut. Dann kommst du langsam auf der Matte zum Liegen und stellst dich ein auf den umgekehrten Tisch. Der stabilisiert deine Mitte, schenkt dir Kraft für die Mitte. Deine Arme sind erstmal neben dem Körper und dann ziehst du mit der Ausatmung oder auch mit der Einatmung die Beine zu dir ran. Und dann mit der nächsten Atmung gib die Beine nach oben, flex die Füße, gib die Arme dazu. Handflächen zeigen zueinander. Lass die Schulterblätter in Richtung Boden sinken und aktiviere eine tiefe Atmung, aber wenn du so tief atmest, spürst du, wie dein Bauch jetzt arbeitet und du kannst vielleicht gar nicht so tief in den Bauch atmen, weil du den Bauchnabel auch immer wieder aktivierst und deinen Beckenboden. So atme mehr in den Oberbauch und in den Brustkorb ein und auch aus. Und spüre, dass dein Gesicht sich entspannen kann in der Übung, in der Asana, dass du die Kiefer ganz locker lassen kannst. Auch die Zehen können ganz locker sein. Und mit der nächsten Ausatmung bring die Knie zum Brustkorb. Und lass dich sanft hin und her schaukeln, Hände auf die Knie oder Schienbeine geben. Atme tief und entspannt in den Bauch ein und aus, sodass der Muskel wieder loslassen kann. Und dann stell die Füße wieder ab. Leg die Arme jetzt neben den Körper, Handflächen zum Boden und bring die Knie wieder zum Brustkorb und streck dann nur die Beine aus und jetzt lass die Füße ganz locker, ohne sie zu flexen. Und atme tief. Genieß den halben Schulterstand. Und atme so tief du kannst ein und aus. Mit der nächsten Ausatmung bring die Knie zum Brustkorb, stell die Füße ab, lass die Knie zueinander fallen und entspanne.
bist im Hier und Jetzt. Spür die Kraft dieses Augenblicks. Und stell dich innerlich auf den Fisch ein. Atsya. Na, jetzt fällt mir der Sanskrit-Begriff gar nicht ein. Macht nichts. Beim nächsten Mal dann. Gut. Schieb deine Hände und deine Arme unter deinen Körper. Die Arme ganz eng, deine Schulterblätter zueinander. Deine Hände sind jetzt entweder unter dem Gesäß oder sogar hinterm Gesäß, je nachdem, wie lang deine Arme sind. Und dann streck deine Beine aus und flex die Füße. Du kannst so bleiben in dieser Fischvariante und tief in Bauch und Brustkorb ein. Noch ausatmen, bring deine Achtsamkeit, deine Aufmerksamkeit in deinen Herzraum. Spüre wieder die bedingungslose Liebe in dir, in deinem Herzchakra. Und wenn du mehr möchtest, den ganzen Fisch gehen möchtest, dann komm mit der nächsten Einatmung auf die Unterarme. Da schiebt sich dein Becken ein wenig nach vorne weg. Und dann zieh die Ellbogen enger, heb dein Brustbein, Füße bleiben geflext. Mit der Ausatmung gib den Kopf nach hinten und lass dich wieder nach hinten schieben, bis du den Hinterkopf oder Scheitel am Boden hast, ohne Gewicht auf den Kopf zu geben. Hände und Arme stützen dich, bring Kraft in die Hände und Arme. Atme auch hier tief ein und aus. Dein Herz ist ganz weit. Freude, Leichtigkeit, Liebe in dir. Lass es auch ausstrahlen aus deinem tiefsten Herzen, Anahata Chakra. Du hast dein Recht auf bedingungslose Liebe für dich selbst und für andere. Mit der nächsten Einatmung hebe den Kopf hin zum Kehlkopf und dann lass dich auf die Matte sinken. Stell die Füße auf, lass die Knie zueinander fallen, zieh die Hände und Arme neben den Körper, entspanne. Spüre nach. Für eine Gegenbewegung im Nacken bring deine Hände an den Hinterkopf und greif die Finger ineinander. Bring dann die Ellbogen zueinander, lass den Kopf schwer in die Hände sinken und mit Kraft der Arme ziehst du den Kopf sanft nach oben, dehnst den Nacken und drehst den Kopf zur rechten Seite und zur Mitte und dann zur linken Seite und zur Mitte und lässt dich wieder nach unten sinken. Dann zieh deine Beine zu dir ran und du kannst entweder ein paar Mal vor und zurück schaukeln über den Rücken und so zum Sitzen kommen oder du rollst dich über eine Seite hoch zum Sitzen, sitzt dann ganz aufrecht, stellst dich ein auf die Vorbeuge im Sitzen, Paschimottanasana. Matsyasana heißt der Fisch, genau, jetzt ist mir eingefallen. Gut. Du kannst dich in den Stabsitz setzen. Die Beine ganz lang strecken. Und wenn du magst, nicht wenn du magst, sondern wenn jetzt in dieser Position du spürst, dass du so einsinkst, dann setzt du dich auf eine gefaltete Decke. Ja, hast du eine Decke? Ich hoffe, du hast sie griffbereit. Und rutscht von der Decke wieder nach vorne runter, sodass die Decke nur eingeklemmt ist, aber deine Sitzbeinhöcker den Boden berühren.
Gut, dann flexst du die Füße wieder und sitzt hoffentlich etwas aufrechter. Wenn du immer noch schief sitzt, dann winkel die Beine an. Das richtet dich auf und entlastet den unteren Rücken. Füße bleiben geflext, egal ob Beine angewinkelt oder gestreckt. Mit der nächsten Einatmung zieh die Arme über die Seite hoch. Und mit der Ausatmung komm aus der Hüfte mit geradem Rücken nach vorne. Und bevor du den Rücken rundest, bring die Hände und Arme nach unten, wo sie landen wollen. Bleib erstmal mit einem langen Rücken, spür immer wieder das Strecken in der Wirbelsäule. Zieh dich lang. Und mit der Ausatmung spürst du, wie du entspannt in die Vorbeuge Paschimottanasana eintauchen kannst. Geduld und Hingabe. Hier haben wir wieder Hingabe, Bhakti-Yoga. Ist das, wofür die Asana steht. Und dann gib dich voll und ganz hin, ganz achtsam. Lass dich rund werden, lass dich eintauchen, lass den Kopf sinken. Und spür die tiefe Hingabe in dir aus dem Herzen heraus. Es gibt hier nichts, was du erreichen musst. Du kannst einfach sein. Loslassen. Mit der nächsten Einatmung hebst du den Kopf. Und hilfst dir mit den Händen und Armen, dich aufzurichten. Stütz dich dann hinten ab, Fingerspitzen nach vorne oder nach hinten zeigend, ja, entweder so zum Gesäß die Fingerspitzen oder vom Gesäß weg. Lass deine Beine jetzt ganz gestreckt und spann den ganzen Körper fest an, Füße geflext. Dann komm in die schiefe Ebene mit der Einatmung. Heb dein Becken an und mit der Ausatmung pointe die Füße, schieb die Fußsohlen nach vorne und atme tief ein und aus. Wenn es der Nacken zulässt, darf der Kopf hier nach hinten sinken. Wenn der Nacken das nicht mag, dann bleibt dein Kinn am Kehlkopf. Mit der Ausatmung lass dich wieder nach unten setzen. Stell die Füße auf, gib die Beine zu einer Seite und komm in die Bauchentspannungslage. Deine Hände und Arme formen ein Kissen für den Kopf. Du kannst Stirn oder Wange ablegen. Und deine Beine legen sich entspannt nach hinten, die Fersen nach außen, die großen Zehen berühren sich. Du bist entspannt. Spüre, wie alles aus deinem Inneren heraus geschieht und kommt. Tiefe Entspannung kommt aus deinem Inneren heraus. Auch Unruhe kommt aus deinem Inneren heraus. Auch wenn du glaubst, dass alles im Außen geschieht.
In Wahrheit ist alles in dir drin. Stell dich jetzt auf die Kobra ein, streck dafür die Beine lang nach hinten aus. Und dann lege die Stirn oder dein Kinn auf der Matte ab und zieh deine Hände eng an den Brustkorb, unter die Schultern, die Ellbogen an den Körper. Roll die Schulterblätter zueinander und die Schultern weg von den Ohren. Spann die Beine an und schieb dein Becken in die Matte hinein. Versuch aber das Gesäß möglichst zu entspannen dabei. Mit der Einatmung kommen die kleine Kobra, hebe Kopf, Schultern und Brustkorb an, ohne Kraft der Hände. Und lass dich atmen. Spür, dass alles aus dem Innersten von dir kommt. Und schenk dir ein Lächeln. Kobra steht für Mut und Selbstbewusstsein. Mit der nächsten Ausatmung tauche ein in die Bauchentspannungslage. Die großen Zehen berühren sich wieder, Fersen fallen nach außen. Du kannst den Kopf jetzt zur anderen Seite drehen oder wieder deine Stirn auf die Hände geben. Tiefe Entspannung. Ruhiger, gleichmäßiger Atem. Aber tief. Stell dich innerlich ein auf Shalabhasana, die Heuschrecke. Bring deine Arme unter den Körper. Du kannst Fäuste machen und deine Hände kommen in die Leisten. Und du entscheidest, wie du die Arme drehst, ob deine Finger jetzt nach oben oder nach unten zeigen. Das ist individuell. Also du kannst die Handknöchel zum Boden haben, also Handrücken oder die Handflächen. Spüre selbst, was für dich besser ist und bring die Arme so eng es geht unter den Bauch. Spann die Beine an, leg die Stirn ab und mit der nächsten Einatmung heb dein rechtes gestrecktes Bein nach hinten oben an. Atme tief weiter. Ausatmen, ablegen. Einatmen, linkes gestrecktes Bein anheben. Weiteratmen. Ausatmen, ablegen. Mit der nächsten Einatmung versuche, beide Beine anzuheben, so gut es geht. Durchsetzungsvermögen, Willensstärke. Dafür steht Shalabhasana, die Heuschrecke. Heb die Beine so hoch du kannst. Aktivier die Hände und Arme noch mit. Spann den ganzen Körper an. Und mit der Ausatmung lass los. Und schlipp in die Bauchentspannungslage. Lass dein Becken sanft hin und her rollen. Stell dich darauf ein, dass du gleich in den Vierfußstand kommst. Und wenn du soweit bist, drück dich mit den Händen ab. Komm nach oben, lass den Rücken rund werden im Vierfußstand. Und dann komm wieder in die Kindposition. Entspanne im Kind. Geborgenheit. Loslassen,
Entspannung. Wo spürst du jetzt im Kind deine bedingungslose Liebe zu dir selbst? Du kannst sie überall im Körper wahrnehmen oder vielleicht sogar außerhalb des Körpers spüren. Dann komm langsam nach oben gerollt auf den Fersen zum Sitzen und setz dich neben den Beinen ab. Streck die Beine lang nach vorne, zieh dein Sitzfleisch zur Seite, stell dich auf den Drehsitz ein, Adha Mutsya Drasana, der Drehsitz. Wenn du gut sitzt, bleibst du so, ohne Hilfsmittel. Wenn du ein Hilfsmittel brauchst, kannst du wieder, wie bei der Vorbeuge, die Decke unter dein Gesäß geben und dann wieder runterrutschen und die Decke einklemmen, sodass es dich aufrichtet im Rücken. Oder auch einen Block nehmen. Und dein Gewicht ist auf beiden Gesäßhälften gleichmäßig verteilt. Dann schiebst du die Beine ein klein wenig nach rechts und holst dir deinen rechten Fuß, dein rechtes Bein nach oben, stell den rechten Fuß auf der anderen Seite vom linken Bein ab und flex den linken Fuß. Mit der nächsten Einatmung nimm den rechten Arm hoch, ohne dich zu drehen, bring die rechte Hand nah ans Gesäß auf die Matte. Der nächsten Einatmung streck dich im Rücken und mit der Ausatmung dreh dich über die rechte Schulter in den Drehsitz hinein und schließ die Augen. Achte darauf, dass du dich nicht nach hinten lehnst, sondern aufrecht sitzen bleibst. Aufrecht heißt über dem Becken sitzend, gerade. Alles kommt aus dir selbst, aus deinem Innersten heraus. Mit der nächsten Einatmung heb den rechten Arm und dreh dich mit der Ausatmung nach vorne und dann nimm eine kleine Gegendrehung nach links und dreh dich wieder nach vorne. Streck beide Beine aus und schieb sie dann nach links, sodass du die Seiten wechseln kannst. Bleibst auf beiden Gesäßhälften gleichmäßig verteilt sitzen. Stellst dann deinen linken Fuß über dein rechtes Bein und flexst den rechten Fuß. Schultern entspannt, einatmen, linker Arm heben, ausatmen, ohne dich zu drehen, linke Hand nah am Gesäß an die Matte geben. Einatmen, Rücken strecken und ausatmen. Dreh dich nach links. Bleib aufrecht in der Wirbelsäule, ganz gerade über deinem Becken. Blick über die linke Schulter zurück. Patanjali sagt, die Asana ist stabil, aber entspannt. Spür mal, ob deine Asana auch entspannt ist, trotzdem sie stabil ist. Vertiefe einfach den Atem, wenn du dich als unentspannt empfindest. Mit der nächsten Einatmung hebe den linken Arm und dreh dich mit der Ausatmung nach vorne. Genieße eine Gegendrehung nach rechts. Dann wieder zur Mitte. Und stell beide Füße auf. Lass dich kurz über die Beine nach vorne rollen. Dann roll dich auf, Wirbel für Wirbel. Bring die Beine über die Seite nach hinten, komm kurz in den Vierfußstand, stell die Zehen auf,
Komm kurz in den herabschauenden Hund. Lauf mit den Füßen vor zu den Händen. Tauch nochmal in die stehende Vorbeuge ein. Beachte, ob du deine Knie jetzt strecken kannst oder ob du sie beugen darfst. Achte auf den unteren Rücken. Wenn es im unteren Rücken schmerzhaft zieht, dann beug die Knie. Wenn der untere Rücken sich gut anfühlt, dann streck die Knie. Und genieß diese Vorbeuge. Dann beug die Knie, roll dich langsam auf. Komm Wirbel für Wirbel zum Stehen. Und steh am Anfang deiner Matte. Gut. Gib die Hände in die Hüften und gib dann dein rechtes Bein weit zurück. Mach einen schönen Schritt nach hinten und stell den Fuß quer zur Matte. Dann bring die Füße in einer Linie, schau zur Matte nach unten, dass die Füße in einer Linie sind und öffne dein Becken. Ja, bring die rechte Seite, rechte Hüfte nach hinten, linke Hüfte nach vorne. Dann winkel dein linkes Knie an, sodass das linke Knie über dem Fußgelenk steht. Das ist die Vorbereitung fürs Trikonasana. Deine Füße sind jetzt gut verwurzelt. Und dann bringst du den linken Arm auf den linken Oberschenkel und drehst die rechte Schulter und die rechte Hüfte noch mehr zur Decke. Blick geht zur rechten Schulter und mit der Einatmung heb den rechten Arm. Mit der Ausatmung zieh den rechten Arm am Kopf entlang nach vorne. Aktiviere deinen Beckenboden, zieh den Bauchnabel nach innen, genieß die Dehnung in der rechten Seite. Blick am rechten Arm vorbei nach oben zur Decke oder nach vorne, wie es der Nacken mag. Mit der Einatmung heb den rechten Arm, blick nach unten zur Decke, streck deinen linken Fuß, dein linkes Bein. Dann bring deinen rechten Fuß nach vorne zum linken Fuß. Du stehst wieder auf beiden Füßen am Anfang der Matte. Hände an die Hüften geben, einatmen, linkes Bein zurückgeben. Gleich großer Schritt wie vorher. Linker Fuß quer zur Matte stellen. Füße wieder in eine Linie bringen. Linke Hüfte dreht sich nach hinten auf. Rechte Hüfte zeigt nach vorne. Jetzt winkel dein rechtes Bein an. Bring das Knie bis übers Fußgelenk. Und dann komm mit dem rechten Arm zum rechten Oberschenkel. Blick zur linken Schulter. Zieh die linke Schulter noch mehr zur Decke und die linke Hüfte ebenfalls. Heb mit der Einatmung den linken Arm. Und mit der Ausatmung bring den linken Arm am Kopf entlang nach vorne. Blick am linken Arm vorbei nach hinten oben oder nach vorne. Atme tief, aktiviere deinen Beckenboden und den Bauchnabel. Genieß die Dehnung links. Einatmen, linken Arm heben, ausatmen, rechtes Bein strecken. Gut. Bring den linken Fuß wieder nach vorne zum rechten Fuß. Einatmen, Arme hoch. Ausatmen, tauch ein in die Vorbeuge. Lauf nochmal zurück in den herabschauenden Hund. Streck dich nochmal richtig schön lang. Komm in den Vierfußstand, setz dich auf der Matte ab und nimm dir, was du brauchst für die Tiefenentspannung. Vielleicht magst du Socken anziehen, vielleicht eine Jacke, vielleicht brauchst du eine Decke.
Wie auch immer, wenn du alles hast, dann liegst du auf dem Rücken für Shavasana-Position. Kommst erstmal hier an. Dann spürst du deine Beine hüftbreit geöffnet. Die Füße fallen locker nach außen. Die Arme vom Körper leicht entfernt, Handflächen nach oben. Entspann die Schultern in die Matte. Und spüre den Kopf, wie er ganz gerade in der Mitte liegt, in Verlängerung der Wirbelsäule. Löse die Zähne voneinander, nimm die Zunge vom Gaumen, entspanne den Kiefer. Beobachte, wie dein Atem fließt. Mit jedem Atemzug wird der Atem ruhiger. Und du kannst so ein inneres Loslassen wahrnehmen. Dann spürst du dich mit mir gemeinsam durch deinen Körper durch. Du kannst gerne die Affirmation wiederholen, die ich ansage. Ich entspanne meine Füße. Meine Füße sind entspannt. Ich entspanne meine Beine. Meine Beine sind entspannt. Ich entspanne mein Becken. Mein Becken ist entspannt. Ich entspanne meinen Rücken. Mein Rücken ist entspannt. Ich entspanne meinen Bauch. Mein Bauch ist entspannt. Ich entspanne meinen Brustkorb. Mein Brustkorb ist entspannt. Ich entspanne meine Hände. Meine Hände sind entspannt. Ich entspanne meine Arme. Meine Arme sind entspannt. Ich entspanne meine Schultern. Meine Schultern sind entspannt. Ich entspanne meinen Nacken. Mein Nacken ist entspannt. Ich entspanne meinen Kopf. Mein Kopf ist entspannt. Ich entspanne mein Gesicht. Mein Gesicht ist entspannt. Ich entspanne meinen ganzen Körper. Mein ganzer Körper ist entspannt. Mein Geist und mein Atem sind ruhig. Genieße Shavasana.
Spitze deine Atmung. Lass dich tiefer ein- und ausatmen. Spür dich in deinen Körper hinein. Und genieße Bewegungen, die du jetzt brauchst, um dich zu aktivieren. Wenn du soweit bist, stellst du die Füße auf, kannst dich auf die rechte Seite rollen lassen. Nochmal in dich hinein spüren, diesen gegenwärtigen Moment nochmal wahrnehmen. Bhakti-Yoga, Yoga der Hingabe, Yoga der bedingungslosen Liebe. Und dann, wenn du soweit bist, setz dich auf. Nimm eine für dich bequeme Sitzhaltung ein, schließ die Augen. Und spür nochmal in dein Herz hinein, dein Herzraum. Wie fühlt sich dein Herz-Chakra-Bereich im Brustbereich an? Wie fühlt sich dein ganzer Körper an? Was macht der Geist gerade? Wie geht es dir insgesamt? Jetzt stell dich ein auf dreimal um und Lokasamastha, Sukhino Bhavantu. Mögen alle Wesen Glück und Harmonie und auch bedingungslose Liebe erfahren. Atme aus und wieder ein. Lokasamastha Sukhino Bhavantu. Lokasamastha Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Namaste. Ich danke dir, dass du dabei warst heute.